kannst auch mit einer Hand mehrere Noten gleichzeitig spielen. Am einfachsten geht das mit Zeigefinger und Daumen. Teil des Stückes nutzen wir diese Möglichkeit. Das Pattern basiert immer noch auf dem Grundrhythmus, den ich dir am Anfang gezeigt habe. In der nächsten Variation spielen wir noch ein paar Akkorde mehr. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil. Zusammen klingt das dann so. Um unser Stück abzuschließen, spielen wir noch eine Arpeggio-Sequenz.